Frank. Frank, du musst aufstehen, wir haben verpennt. Es ist gleich 6:45. Es ist genau 6:33 Uhr. 12 Minuten Bad, 3 Minuten anziehen, 8 Minuten Weg. Wir haben noch genau 4 Minuten, bis ich meinen Laden aufmache. Also alle Zeit der Welt. Du? Hm? Kann es sein, dass ich gestern Nacht einen Wunsch frei hatte? Muss wohl so gewesen sein. Und du hast schamlos Gebrauch davon gemacht. Komisch. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Mir war so, als ob du... Käme ich doch nie auf den Gedanken. Pass auf. Folgendes hat sich zugetragen. Also, ich bin jetzt mal du und du ich. Friedlich lag ich in meinem, also deinem Bett. Und da kommst du, reißt mir die Decke vom Leib und brüllst wie von der Tante Ella gestochen, ich will dich, Töppers, Srapp. Du bist der interessanteste Mann, den ich in den letzten 14 Stunden getroffen habe. Nimm mich jetzt, nimm mich hier, nimm mich ganz. Oh, Frank! Oh, doch nicht in 4 Minuten. Ich könnte mich in der Werkstatt waschen. Wozu handle ich mit Waschbecken? Nix. Was sollen die Nachbarn von mir denken, wenn ich hier ungewaschene Männer aus meiner Wohnung lasse? Und wenn ich Sascha mit der Rikscha rufe? Nein. Ich hab's. Der Laden bleibt zu, wegen mehrfachen Rohrbruchs. Frank Töppes, ich bin schwer enttäuscht von der Arbeitsmoral meines Geschäftspartners. Annalena Bergmann, du hast ein hartes Wesen in der Früh. Aber gut, schlaf dich aus. Ich komm in der Mittagspause wieder her. Nix. Ich muss schlafen. Dein letztes Wort? Raus jetzt. Du hast noch genau 1,5 Minuten Spiel. Vielleicht gehst du noch frühstücken unterwegs. Bis heute Mittag. Ich nagel die Tür zu. Frank Döppers, da haben wir ein Problem. Aber kein unlösbares. Morgen, was ist denn dich gefahren? Hier, 30 Mark. Hart erarbeitet gestern Nachmittag in Wildemann. Das sind doch Peanuts. Einer lacht sich tot, wenn wir ihm damit kommen. Mehr hat Heinz nicht springen lassen. Aber wenn ich mich richtig anstrenge, kriege ich sicher 80 Mark pro Tag. Heiner interessiert nicht, ob wir uns anstrengen, das Geld ranzuschaffen. Der will die Kohle sehen. Ah ja. Dann bin ich mal gespannt, auf welche Lösung du gekommen bist. Ich sag ihm, dass wir die Kohle nicht gleich bezahlen können. Dass wir in Raten zahlen oder so. In Raten oder so? Genau das schlage ich dir gerade vor. Hier, das ist die erste Rate. Und wir beide gehen zu Heiner. Ich mach das allein. Dann mach mal, wenn du alles besser weißt. Hast du nicht Connections zur Musikszene über deinen Alten und so? Was heißt hier Connections? Oh, du wirst ja so ein Gerät zum Soundaufnutzen besorgen können. Das ist ja auch nur auf Pump. Ah, Bandberatung, wenn ich das richtig sehe. Wie läuft's eigentlich so? Ja, wir waren uns eben einig, dass wir noch einiges machen müssen, dass bei der Fete richtig was abgeht. Wenn wir bis dahin vielleicht noch 4, 5 neue Titel covern, dann sieht's doch gar nicht mehr so schlecht aus. Hm? Nur, dass bei unserem bisschen Technik, was wir haben, sich alles gleich anhört. Immer derselbe öde Scheiß-Sound. Hm, da haben wir doch eine Lösung. Simon, wie wär's mit dir? Simons möchte uns nämlich über Connections zur Musikszene einen richtigen Sampler und PA besorgen. Wirklich, Simon? Das wäre ja toll. Hey, Moment mal. Ich hab noch überhaupt nichts gesagt. Komm schon, Simon. Ja, hey, Simon. Naja, okay, ich kann mir die Sache noch mal überlegen. Das kennt ihr euch aus mit den Dingern? Klar, Olli ist so ein Freak. Aber Olli ist Bassist und die Technik machen. Hm, stimmt, geht schlecht. Wie wär's, wenn du das machst, Simon? Hiermit ernenne ich dich zum Promoter und Bandtechniker. Okay, okay. Ich mach schon mit. Sag mal, habt ihr euch schon überlegt, wo das Ganze stattfinden soll? Ich meine, so von wegen Sound ist doch ziemlich wichtig. Es soll ja rüberkommen. Klar, in der Turnhalle. 500 Watt und dann wackeln die Wände. Hey, wie wär's denn mit dem Foxy? Wir haben doch da, glaube ich, alles, was wir brauchen. Ein Podium, Lautsprecher, ein Verstärker. Ja, die Akustik ist sowieso okay. Ich werde gleich mal Sascha fragen.
Und ich spreche mit Annalena. Die ist nämlich inzwischen Chefin von Foxy. Wie wäre es übrigens, wenn ich mich mal um einen Sänger kümmere? Ich habe da schon eine Idee. Das soll ein Imbissboot werden, richtig? Nein, ein türkisches Feinschmeckerlokal. Meinetwegen, ein Döner also. Na, wie ich sehe, muss da als erstes mal was mit dem Wasser passieren. Ja, es ist nur ein Waschbecken da, hinten im Raum. Mhm. Großes Abwaschbecken könnte ich mir hier vorstellen. Ein Boiler für heißes Wasser natürlich auch. Kann ich alles preiswert hier in Kölle organisieren. Wollen wir mal weitersehen, ne? Oh. Die Heizung ist auch Schrott. Mensch, hör mir auf mit der Heizung, klar, weiß ich. Also, ich würde da eine Gastherme reinhängen. Einfach, sauber, preiswert. Preiswert ist gut. Wenn ihr Installateure das Wort preiswert in den Mund nehmt, wird wir ganz anders. Nun mach dir mal keine Köpfe. Besorge ich dir zum Freundschaftspreis. Ich hab da so meine Verbindungen. Außerdem musst du da ein bisschen langfristig denken. Auf die Dauer auch. Steuerlich und so macht sich das bezahlt. Ja, weiß ich. Aber im Moment bin ich froh, wenn ich die Kohle für die Wasserinstallation zusammenkriege. Na, nun lass mich doch erstmal einen Kostenvoranschlag machen, ne? Ich messe gleich mal alles aus. In 2 Tagen hast du deinen Kostenvoranschlag und wetten, dass du dann wieder Sonne siehst? Wir sind doch human. Guten Tag, ich bring die Rosen. Oh, tut mir leid hier. Hier ist kein Blumengeschäft mehr. Ich bin der neue Besitzer. Tut mir leid, ich habe hier einen Auftrag. Hey! Ja, aber 2 Kartons Rosen, A50 Stück. Ja, was soll ich jetzt damit? Kostenpunkt 243 Mark. Gekauft. Bringen Sie die Kartons am besten gleich zu mir rüber. Stöppers, Heizung, Sanitär, Klima. Stimmt so. Danke. Ich bin sicher, Svenja, du packst das. Ja, aber noch mal 3 Jahre Schule? Ja, sicher, 3 Jahre. Aber du, mit Abi hast du doch weit größere Chancen. Du weißt doch selber, heutzutage findest du nicht mal mehr einen Job mit Abi. Du, Simon, ich versuche gerade, Svenja davon zu überzeugen, die Schule weiterzumachen. Ich finde, sie sollte unbedingt das Abi machen. Tja, wenn Sie meinen, dann soll sie halt. Mensch, ihr wart doch früher mal ein ganz gutes Team. Du kennst doch ihre Leistung wahrscheinlich am besten. Komm, red dir doch mal ein bisschen zu, ha? Na, gratuliere. Wieso brauchst du schon Abi, ha? Du bist doch verheiratet. Leck mich doch am Arsch. Wenn ich Abi mache, dann schaffe ich das auch ohne deine Unterstützung. Simon? Gut, dass ich dich treffe. Morgen ist doch Bandprobe. Ja, na und? Ja, ne, und ich spiele doch Schlagzeug. Ja, weiß ich, und? Ja, ich habe gestern beim Üben ein paar Sticks zerbrochen. Ja, ist das vielleicht mein Problem, oder was? Ja, ich wollte auch bloß, ich meine, du bist Leiter der Band und du hast doch technische Verantwortung. Ich wollte dich ja bloß fragen, ob du... Bin ich hier vielleicht der Rockefeller oder was? Jeder ist für sein Zeug selbst verantwortlich, das weißt du ganz genau. Und jetzt schau doch selber, wie du an deine Kohle kommst. Nicht mit mir, mein Lieber. Kommst du damit zu mir? Du machst doch immer den DJ im Foxy. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich da entscheiden darf, ob da Band spielen dürfen oder nicht. Ja, klar. Deinen Chef frage ich schon auch noch. Ich wollte von dir einfach nur mal hören, was da so an Technik ist, ob wir damit irgendwas anfangen können. Einfach nur ein paar gute Tipps. Was hast du eigentlich damit zu tun? Spielst du in einer Band oder was? Ach, die anderen haben mich überredet, mitzumachen.
Ich werde mich ums Equipment kümmern. Du weißt ja, ich komme da ganz gut bei meinen Alten ran. Jedenfalls muss soundmäßig richtig was abgehen auf unsere Abschlussfete. Nun komm schon. Du warst doch mal in unserer Klasse. Das verpflichtet doch irgendwie. Mal sehen. Hallo. Hallo, Simon. Sag mal, ist Töppers da? Hab den Master den ganzen Tag noch nicht gesehen. Mist, ich muss unbedingt mit ihm reden. Das wirst du aber nicht vor vier können. Da wird er nämlich zurückkommen. Hoffe ich. Tja, dann. Und wie geht's, Simon? Gut, gut. Und dir? Mir geht's prima. Simon, sollten wir nicht wenigstens wieder normal miteinander umgehen? Wir waren doch mal Freunde. Okay. Hast du schon gehört, dass ich den Laden von Inge Busch übernehme und da einen türkischen Feinkostimbiss aufmache? Mhm. Hab davon gehört. Das wird eine richtige Goldgrube, sage ich dir. Alles nur vom Feinsten. Natürlich müssen wir am Anfang jede Menge glotzen, von morgens bis abends. Aber dafür schaffen wir uns eine Grundlage. Wir? Ja, Svenja und ich. Die macht mit. Nach der mittleren Reife will sie sich so richtig voll mit reinhängen. Und dann rollt der Laden, das sage ich dir. Und damit schaffen wir uns so eine richtige Existenz. Ich meine, für eine Familie. Dann hat sich Svenja ja jede Menge vorgenommen, ne? Ja, klar. Wieso? Ach, den Laden, Familie, nebenher noch Abitur. Abitur? Jedenfalls war ich dabei, als sie mit Wagner drüber gesprochen hat, dass sie Abi machen will. Ach Quatsch! Das hätte sie mir doch erzählt! Svenja zieht ihre Sache immer durch. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Also, wenn ich nicht wüsste, dass du ein bisschen verrückt bist, Frank Töppers, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich meinen, du bist total bekloppt. Hey, du kannst doch nicht einfach die halbe Gärtnerei von dem Busch leer kaufen. Bloß so aus Dafke. Etwa die ganze Gärtnerei. Und reines Geschäftsinteresse. Sollte ich demnächst eine Zoohandlung in den Döner umbauen, wird meine Mittagspause für dich entschieden gefährlicher. Danke, es reicht schon so. So, jetzt ist aber genug mit Schmusen. Ich muss jetzt unser gemeinsames Unternehmen putzen gehen. Sag mal, warum hast du eigentlich nicht gleich einen Generalreiniger mit eingestellt? Ab morgen oder ab sofort? Das war ein Witz. Bei dem Mann muss man sich echt überlegen, was man sich wünscht. Der nimmt es ernst. Und wie ernst? Wenn unser Unternehmen gut läuft, dann kann dein Generalreiniger gleich das ganze Fuxi kommandieren. Und mein Rekrut Sascha übernimmt Töppers Badewannenimperium. Quartier funktioniert, funktioniert auch in Sansibar oder auf Barbados. Und da jedet dann Orchideen statt Rosen. Annalena Bergmann. Geschäftsfrau auf Barbados. Jungs, Einsatz. Ohne. Ich hab schon auf dich gewartet. Ich weiß. Du willst mich wohl verarschen, oder was? Hä? Nein, will ich nicht. Hast du mich schlecht verstanden, oder was? Nein, aber ich hab nicht mehr. Alles habe ich gesagt. Ja, aber ich hab nicht so viel. Ich wollte es irgendwie. Ich weiß schon, dass du es brauchst, aber ich wollte es irgendwie besorgen. Paula und ich, wir versuchen zu jobben. Sie jobbt bei ihrem Vater in der Kneipe und versuche auch, dass ich irgendwie einen Job krieg. Jobben? Ist ja niedlich. Was bringt sie denn ein, deine kleine Paula? 3,50 die Stunde? Okay. Dann also Ratenzahlung. 4 Raten zu 500. Du bist ein Kumpel, Heiner. Die erste übermorgen, verstanden? Das kannst du doch nicht machen. Die erste übermorgen. Sonst könnte es für dich vielleicht ganz schnell ein bisschen ernst werden. Okay, übermorgen. Hey, wo ist denn deine kleine Freundin? Stell dir mal einen schönen Gruß. Vielleicht überlegt sie es ja doch noch mal mit dem Video. Wird eine Menge dabei für sie rausspringen. Echt? Was muss denn da machen? Da kommt es nur aufs Optische an. Posing, verstehst du?
Ich mache Musikvideos, Werbespots. Bin ziemlich gut drin in der Branche. So eine Chance. Krieg dir nicht nochmal. So richtig Videoclips fürs Fernsehen. Ich sag's ihm mal, vielleicht denkt er nochmal drüber nach. Na, alles klar? Wieso kommst du so spät? Was ist denn los? Ich reiß mir hier den Arsch auf und besorg Prospekte für den Laden und du machst mich auch noch blöd an. Wenn du wegen irgendwas stinkig bist, dann sag mir das gefälligst. Aber lass mich nicht so abfahren. Tut mir leid. Hier, schau mal. Hier zum Beispiel die Stehtische. Wir könnten die nehmen. Ab 6 Stück bekommen wir 10% Rabatt. Und wenn wir sie selbst abholen, sinkt der Preis nochmal. Aber einfacher wäre es, wenn wir vielleicht... Wir? Du redest dauernd von wir. Ja, klar. Ja, und dabei willst du doch gar nicht mitmachen. Wer sagt das denn? Du willst doch Abitur machen, weiter zur Schule gehen. Wie kommst du denn auf die Idee? Jetzt tu nicht so, als hättest du von nichts eine Ahnung. Ich weiß doch Bescheid. Das ist ja toll. Dann weißt du ja mehr als ich. Und ausgerechnet Simon darf mir das mitteilen. Simon? Typisch. Wer sonst auch? Und du springst natürlich voll drauf an. Svenny, jetzt tu nicht so, ja? Sag mir lieber, was Sache ist. Was glaubst du denn? Bin ich dir zu irgendwas Rechenschaft schuldig? Wenn du so einem Affen wie Simon mehr glaubst als mir, dann frag den doch! Da! Hey! Und wie ich an seinen Tisch komme, da schickt er seine beiden Wachhunde weg. Der wollte mit mir alleine sprechen, so unter 4 Augen. Oh shit, sei nicht so, sag schon! Ich hab das, was ich haben wollte. Ratenzahlung und einen Aufschub. Was für Raten? Wie lange Aufschub? 4 Raten zu je 500. Die erste will er übermorgen. Was? Ja, mach dir keinen Kopf. Ich hab Heiner im Griff. Wenn wir nicht übermorgen zahlen, dann einen Tag später oder 2. Was meinst du, was der mit uns macht, wenn wir nicht pünktlich zahlen? Und wir können nicht pünktlich zahlen. Oh, der wird uns schon nicht umbringen. Der hat uns in der Hand. Und am Ende ist der noch sauber. Wieso? Er hat uns das Zeug verkauft. Ja, aber niemand kann das nachweisen. Und wir beide haben mit dem Mist gedealt. Scheiße. Das kannst du laut sagen. Und wir haben die 500 nicht bis übermorgen. Ich habe im Subito diesen Vorbeck getroffen. Du weißt schon, dieser Videofritze. Wir sollen uns das nochmal überlegen. Er hat gesagt, er ist ein totaler Profi in der Branche. Und bei ihm kann man gut Kohle holen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was er macht. Hey, dann bist du im Fernsehen. Vergiss es! Tut mir leid. Ich habe vorhin wohl ein bisschen überreagiert, was? Ach was. Klar glaube ich dir und nicht Simon. Aber verstehst du, als Simon mir sagte, dass du mit Wagner über Abitur gesprochen hast, dass du Abi machen willst, kannst du verstehen, was da in mir abgegangen ist? Ich habe gedacht, eine ganze Welt bricht zusammen. Der Imbiss, unsere Familie. Aber natürlich glaube ich dir, dass wir zusammen den Laden schmeißen. Das weißt du so genau? Klar weiß ich das. Weißt du, wenn das Geschäft mal läuft, so läuft, dass wir jemanden einstellen können, oder auch 2, sodass wir weniger Arbeit haben. Was dann? Dann haben wir mehr Zeit für uns und für unsere Kinder. Kinder? Ja, klar, Kinder. Oh, Svenja, ich freue mich irre auf unser erstes Kind. Du meinst so in 10 Jahren? Wieso? Nein. Für mich sind Kinder total wichtig. Die gehören einfach dazu. Also, je eher, desto besser. Mensch, Süle, bist du verrückt? Guck dir doch mal Marco und seine Frau an. Du bist wohl noch nicht ausgelastet. Die haben nur Stress deswegen. Ach, Svenja,
Ich könnte stundenlang vor dem Baby sitzen und gucken, wie es lacht und anfängt zu krabbeln. Lu. Svenja. Erstens von der Band nichts mehr und zweitens dröhnst du den Leuten dermaßen zu. Das ist generell Simons Aufgabe, finde ich. Boxen sind doch auch total unwichtig. Wo kriegen wir eigentlich den Verstärker her? Ah, die Verstärker, das ist doch überhaupt kein Problem. Hey, Felix. Felix, hast du mich das letzte Mal besorgt? Hey, Felix. Ey, lass mich in Ruhe mit deiner Scheiße. Oh, pardon, der Herr haben ganz andere Probleme. Oh, jetzt hör auf, mich zuzutexten. Wichser, ey. Annalena, mach mir noch ein Bier. Hey, mach mir noch ein Bier, James. Geh nach Hause, du verträgst dich, sag ich dir zum nächsten Mal. Dass sich die Brustballen immer so zuknallen müssen. Das ist dir natürlich völlig fremd, hä? Sag mal, wer ist eigentlich der Typ bei Annalena? Das ist mein Chef, der Töppers. Dem gehört der Laden, den du heute warst. Und seit gestern auch das Foxy. Und morgen die ganze Welt. Gute Nacht. Gute Nacht, Liebes. Schlaf schön. Es tut mir leid wegen vorhin. Schon gut. Riechst du nichts? Was denn? Oh mein Gott, die Milch. Ich hab die Milch auf dem Herd vergessen. Ja, so hemmend ist aber auch. Bitte geh ins Bad, hol mal einen Eimer und einen Lappen, schnell. Paula, wo bleibst du denn? Gelegenheit macht Diebe. Aber für Paula steht mehr auf dem Spiel, denn Heiner bestimmt die Regeln. Wenn Hildegut rechnen kann, gibt es Ärger. Sehen Sie selbst im nächsten Marienhof.